Jutschi Leute, willkommen zu meinem Let's Play Siege of Zelda, Breath of the Wild, und irgendwie stelle ich mich ein bisschen dumm an. So, aber ich glaube, ich nehme hier Schaden, obwohl. Nee, was meine ich da? Ich glaube, ich nehme mal ein. Das ist eine gute Idee, ist, nehmen wir mal das. Einfach aus dem Grund halt, weil das möchte ich noch nicht vergeuden. Und ich will ein bisschen halt die überschüssigen Waffen benutzen, also verbrauchen. Und schnell wieder zurück. Okay, toll. Na, 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 Vorsicht. In der vorigen Part habe ich versucht, ihn mit Fallen Platz zu machen und ihn vor. Oder auch mit Bomben und so. So, alles ruhig. Wenn deine Waffe kaputt geht, kriegst du es dann jetzt noch lassen. Okay. Gut, dann jetzt, das. So. Ich werde aber wissen, was hier ist. Link! Alter, jetzt schleicht er sich. Link! Also, das ist. Das ist so scheiße mit der Steuer, dass da links anfängt zu schleichen. Vor allem, hallo! Schnell. Einfach weil der natürlich langsamer wird und man auch nicht weiß, warum. Aber ich will wissen, was da ist. Vielleicht kommt ja irgendwas. Vielleicht kommt da was Schönes. Wie Zahnräder. So. Aber ich verstehe auch nicht, warum. Wann er so in die Hocke geht, so, das weiß ich gar nicht. Ja, toll. Was macht ihr auch so Feines? Zerschlägt ihr auch irgendwelche metallischen Wächter? Ich wünschte, ich wüsste, ob Link auch wieder so eine Rolle machen kann, um auszuweichen. Ja, wir müssen natürlich auch warten, wann er uns den Rücken so dreht. Aber ich glaube, vielleicht muss ich den auch nicht sogar kaputt machen. Weil ich sonst hier nicht mich hier umschaue. Was soll das denn? Hä? Das ist doch nicht wahr! Ich war doch hinter der Wand! Na warte, du Stück metallischer Schrott, du! Dich verarbeite ich! So Altmetall, aber endgültig! Ich greife ihn ja auch nicht frontal an. Das darf doch nicht wahr. Ja klar. So. Nimm mal das verrostete Schwert, um das zu verbrauchen. Ja, jetzt steckt das wieder ein, so. Jetzt wird das blöde Ding wach. Aber ernsthaft, wieso zur Hölle hat er mich denn treffen können? Ich meine, es hat auch gut funktioniert. Und das Blöde ist ja, ich glaube, den muss ich auch wohl erledigen, damit er. Damit er. Verstehe ich nicht. Ich war doch hinter der. Nö, das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt einfach mal sehen. Naja. Wenn das. Ja, ich.
Ich greife dir nicht frontal an. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ich will das... Oh gut. Warum auf einmal? Sonst hat er auch gut funktioniert. Und ich meine... Und ich muss wahrscheinlich das verdammte Ding kaputt machen. Weil sonst komme ich... Sonst kann ich nicht in mich hin und umschauen. Vielleicht soll ich warten, bis der Kopf da hinten ist. Ach, der auch was Feines. Okay, ich sehe schon. Ich darf also nicht so dicht an der Wand sein. Okay, okay. Mein Fehler. Mein Fehler. Ja, ich weiß, aber habe ich auch nicht vor, Leute. Ihr wiederholt euch übrigens. Ach ja, ich sollte mal auch vielleicht speichern. Und da muss ich wahrscheinlich nicht immer wieder... So. So, verbrauchen wir mal das Schwert, damit wir wieder Inventarplatz haben. Und ich glaube, ich darf nicht zu deutlich an der Wand sein. Das ist wahrscheinlich die Möglichkeit, weil ich bin wahrscheinlich zu dicht an der Wand und dann werde ich halt geröstet. Aber anscheinend die sind hier da, um aufzupassen hier. Das sind wohl diese Wächterdinger. Okay, das könnte tatsächlich der Fall sein. Ich muss tatsächlich warten. Oh. Also nicht wahr, ich meine... Ich muss hier viel Geduld aufbringen und vor allem... Nein, ich darf nicht so dicht an der Wand sein. Die Strahlungshitze scheint da richtig durch die Wand zu kommen und das soll es ruhig. So, dann... Ja. Dann rüsten wir das aus. Aber es könnte natürlich auch sein, dass hier die Wand weggesprengt wird. Uah! Nee, ich glaube, ich muss das verdammte Ding kaputt machen. Weil der hat eine verdammte Range. Fernglas. Auch nette Bezeichnung für eine Kamera. Es kann aber auch wirklich sein, dass tatsächlich hier, naja, die Wand weggesprengt wird. Okay. Oh. Was tut ihr so heute? Och, ich vermobb so einen Guardian.
Aber der mich rösten will, obwohl ich nichts getan habe. Ich will was mal gucken. Auch Speichervorgang. Weil ich will wissen, macht er auch die Wand kaputt? Da ist ja noch einer! Link, beweg deinen Arsch! Das ist doch nicht wahr! Wie viele sind denn hier? Alter! Scheiße! Das darf doch nicht wahr sein! Wie soll ich da hier vorbeikommen ohne... Okay, ich könnte eigentlich den anderen Weg wieder nehmen. Ja. Und sag ich, also den Weg, wo ich hier rübergekommen bin, aber ernsthaft? Er ist aber nicht unbesiegbar, das ist wenigstens gut. Was aber auch sein könnte, ist, dass ich mich auch vielleicht vorbeischleichen sollte. So. Ist hier irgendwas, was mich töten will? Oh Mann. Was für eine verfickte Scheiße. Ich bin auch nicht stark genug, um das Ding kaputt zu machen. Ich hätte einfach vorbeischleichen sollen. Aber da war einfach mein Ehrgeiz. Da war einfach mein Ehrgeiz wieder da. Wow, 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 schon gut, ich hau ab, ich hau ja schon ab. Aber da müssen zwei gewesen sein, oder? Oh. Was zu? Willst du mich verarschen? Ich hoffe, du bist jetzt... Ich hoffe, jetzt werde ich nicht eiskalt in den Rücken geschossen. So. Alter. Was haben wir hier Feines? Bernstein. Es besitzt einen geheimnisvollen gelb-roten Schein und wird tatsächlich zu Schmuck verarbeitet. Du bist doch aus, oder? Oh. So. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, dass ich auf diesen Kerl einprügeln wollte und so. Aber ich war einfach zu neugierig, ob da irgendwas Tolles drinne ist. So sei, aber war wohl nichts. Naja, also mit Sinne, es war nichts ins... Dass der ganze Aufwand sich nicht gelohnt hat und so. Und ich merke gerade, das war eigentlich ziemlich dämlich, jetzt wegzulaufen. Ja, was heißt, was rede ich da? Nicht weglaufen, also, dass ich da vom Schrei mich entfernt habe. Ich meine, da hätte ich mich doch wegteleportieren können.
gehe jetzt zurück und benutze den Teleporter einfach. Aber Vorsicht vor, den schießt über den Guardian. Guardian of the Galaxy, ja. Das ist einer der, sag mal, gut gemachten Filme, finde ich. Von Marvel. Ja, jetzt gehe ich mal wieder. Ach. Ach, toll, ich stelle mich ziemlich blöd an. Nö. Nicht mal zurück. Ich dachte, wenn ich jetzt da zum Schrein gehe und so, aber könnte ich da mich hoch teleportieren, aber das ist jetzt eigentlich. Naja. Wie soll man sagen? Bisschen dumm, weil da könnte, da ist es hier kürzer. Könnte ich irgendwie Echsen erschießen? Aber ich will nicht. Ich will keine Echsen töten. Aber schon ziemlich dämlich, dass Link hier von diesem bisschen Schwimmen hier sofort ertrinkt und so. Wäre er nicht schwimme, könnte ich es ja nachvollziehen, aber er kann ja schwimmen. Lass mal los, weil. So. Versuchen wir da hinzukommen. Ich habe ja zwar gesagt, ich will mich ja hin teleportieren und so, aber irgendwie habe ich mehr Lust, einfach mich hier umzusehen. Ich vergesse immer wieder, was ich vorhabe. Aber wenn ich mal so sehe, wird's vielleicht doch besser, wenn ich wenn ich jetzt mich zum Turm hin teleportiere. Was auch gut ist, dass ich anscheinend immer mit vollen Herzen wieder da. Dass ich mit vollen Herzen sozusagen wieder starte. Das wäre nämlich ätzend, wenn man tatsächlich immer wieder mit wenig Herzen, also mit, ja, wenn du nach dem Hirn springst, kannst du gleich, ja. Ja, ich weiß. Ich habe schon was Ähnliches erlebt, ich bin nämlich ertrunken. So, dann gucken wir uns mal um. Noch zwei. Die Sonne geht bald unter. Nun, kommst du mit der Erkundung der Schreine voran? Ja, das wollte ich hören. Du hast zwei Schreine bewältigt, wa? Hörst du mir? Wie auch soll ich dir das noch sagen? Wenn es hat der Fall, kannst du dich nicht auf andere verlassen. Hast du eigentlich gar nicht. Als Jung kannst du... aha. Okay, ja, bla bla, okay. Hä? Diese Geräusche. Das da hinten ist... Hä? Okay. Ach, das da hinten. Ach, da müsste ich. Okay. Da sehe ich einen Schrein. Und da oben. Ach, Zeit ist wieder vorbei, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Also, siamo da ne.